Oh yeah, Elektroschrott. Wenn ein Projekt zu Ende geht, ist das toll oder ist das nicht toll? Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt mit einem Projekt durch und ihr seht die letzten Schritte bis dahin. Und ich brauche jetzt ein neues Projekt vielleicht. Brauche ich einen Flugzeugträger oder Atomwaffen? Nein, keine Atomwaffen. Dann kommt der Obama und macht mich Osama. Ah, nee, lassen wir mal. Ich hab da so eine Idee mit einer Pillenschachtel. Gucken wir mal, ist auf jeden Fall besser als Atomwaffen. Oder? Ich wollte jetzt kein komplettes Video damit machen, wie ich das Gehäuse zusammenbaue, weil es im Prinzip eigentlich die gleiche Methode ist wie schon vorher bei dem Display. Wäre ein bisschen langatmig geworden, aber so als kleines Update dachte ich mir, zeige ich zumindest mal, wie es gerade so steht. Ich habe also hier für das eigentliche Leckergehäuse verwende ich dieselbe Technik letztendlich wie für das Uhrendisplay. Man sieht also, ich habe in die verschiedenen Einzelplatinen, die ich da habe, habe ich einfach Befestigungslöcher reingebohrt. Dann habe ich hier auf meiner Grundplatte, die ich mir so zurechtgebrochen habe, habe ich die Löcher angezeichnet. Dann bin ich von unten durch dieses billige 3 mm Baumarkt-Plexi, ja, bin ich dann durch mit solchen 6 mm M3-Schrauben hier. Dann habe ich oben auf die Schrauben, hier, ich zeige das mal, solche 6 mm Innengewinde Distanzbolzen reingesetzt. Kennt man so einigermaßen vom Mainboard. Und dann oben zum Festschrauben der Platinen, diese Schrauben hier, das sind 4 mm M3, also kürzer als die anderen. Es ist wichtig, weil die Platinen hier relativ dünn sind und wenn man da die langen Schrauben auch verwenden würde, die 6 mm Schrauben, dann würden die in diesen kurzen Distanzhaltern hier aufeinander stoßen. Das wäre nicht optimal. Jetzt sind die Einzelplatinen alle drauf. Hier unten muss ich noch das Uhrenmodul draufstecken, das mache ich gleich. Und ich denke, ja, also Eigenlob mag ja einen merkwürdigen Geruch haben, stinken bisweilen. Aber diese Methode, Gehäuse zu bauen, die ich mir hier, naja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, habe einfallen lassen, weil das gab es bestimmt vorher auch schon irgendwo. Aber finde ich total gut für sowas, weil es ist pillepalle einfach. Es geht wahnsinnig schnell, das, was ihr hier jetzt gerade seht, hat, boah, ja, halbe Stunde gedauert, bis ich das alles zusammengebohrt und gebaut hatte. Und gerade wenn man so einzelne Platinchen baut, ne, was ja gerade bei so Lochrasterbastlern, bei Hobbyisten schon eher typisch ist, dann sieht das Ganze hinterher fast wie ein kleines Kunstwerk aus. Also ich finde es wirklich toll, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, jetzt muss ich noch eine Handvoll Kabel krimpen, fürchte ich. Das erste Kabel ist drauf und ich sage euch, das nächste Mal, wenn ich sowas mache, ne, dann verwende ich Flachbandkabel, weil die Crimperei mit diesem ganzen Kabelchen hier, allein die Abisoliererei von den ganzen Adern, das ist echt die Pest. PSK-Stecker waren da nicht die beste Idee. Also beim nächsten Mal Flachband. Die ersten Kabel sind gemacht und zwar die unbedingt notwendigen. Das sind die, die hier die Uhr und das Display-Controller-Modul mit dem Hauptmodul verbinden. Und im Ergebnis funktioniert. Heute ist diese wunderbare Dekupiersäge vom Proxon bei mir angekommen, die ich mir gekauft habe. Und die habe ich tatsächlich nur deswegen gekauft, weil ich damit die Löcher für meinen Weckerdeckel machen wollte. Ich bin mir ganz sicher, dass ich damit im Laufe der Zeit auch noch andere Sachen hinkriegen werde, aber für den Weckerdeckel war es jetzt erstmal total super. Der liegt jetzt hier. Oben sieht man das Loch für den Infrarotsensor, für den Bewegungssensor. Hier unten das für den Stellregler für die Weckzeit und die beiden gebohrten Löcher da, das wird für die beiden Taster, für die Einstellung, ob man jetzt Wecker einstellen will und Enable, Disable. Es wurde mit PSK-Crimp-Kram gefrickelt und jetzt ist es alles verkabelt. Man sieht hier noch den Programmer dran, da wird später mal die Stromversorgung von hier kommen, aber solange ich noch im Testbetrieb bin, lasse ich mal für den Strom den Programmer dran. Das Display ist über das Flachbandkabel, alles andere auch. Ja, hier sehen wir die Buttons, die habe ich hier gerade schon reingebaut. Und eigentlich das Einzige, womit ich unzufrieden bin, ist das hier. Ich finde, dieses Viereck ist nicht besonders gut geworden, nicht sehr gerade. Aber es war das allererste, was ich mit der Dekupiersäge im Plexi geschnitten habe. Dann, naja, muss man durch. Tja,
Sieht gut aus. Dann ist es jetzt Zeit, ein paar Schrauben und ein paar Muttern zu verbauen. Wie sieht sowas nun aus, wenn es fertig ist? Na, so. Ich mach mal die Uhrzeit an. Das Display. Hier drüben ist das Hauptgehäuse von der Haupteinheit. Guck mal rein, ich fände das geil, man sieht die Elektronik. Ist alles schön aufgeräumt, aber man sieht Elektronik. Und es funktioniert auch alles so, wie es soll. Also wenn ich jetzt den oberen hier drücke, kann ich unten die Alarmzeit einstellen. Das Problem ist, dass die Taster, die ich hier verwende, ziemlich übel prellen. Da muss ich nochmal in Software was dagegen tun. Aber prinzipiell funktioniert es. Ich habe DCF-Signal, ich kann mein Wecksignal einstellen. Wecker piepst auch, das mache ich jetzt nicht mehr auf der Kamera. Der Sensor tut, was er soll. Wunderbar. Bis auf Software-Gefrickel ist es damit zu Ende. Und ich denke, ja, das war's mit dem Wecker-Projekt auf YouTube. Weil... was soll ich euch noch zeigen, wie es bei mir auf dem Nachtkastel steht? Ne? Das interessiert keinen. Ich hoffe, ihr habt dieses Projekt genauso lehrreich gefunden wie ich, weil für mich war es der Hammer. Ich habe Löten gelernt, ich habe das mit dieser LED-Matrix gelernt, wie das funktioniert. Ich habe diverse von den Dingen, die man hier drinnen sieht, gecheckt. Ich habe Lochrasterplatinen gemacht ohne Ende. Ich meine, ihr seht ja selber in der Playlist zum Funkwecker, was alles passiert ist in der Zeit. Es war für mich definitiv... ja, ein super geiles Projekt. Klar, wenn man allein den Materialwert sieht, war es nicht wert. Ja, weil, wenn ich mir das überlege, was das hier gekostet hat, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, also das Uhrenmodul irgendwie 12 Euro, die Kleinteile bestimmt, boah, 20 Euro inklusive mit den Abstandhaltern und dem ganzen Kram und dann, was ich an Werkzeug gekauft habe. Ich habe mir extra, damit ich das hier machen kann, eine Dekupiersäge gekauft und eine Crimpzange für Flachband und eine Crimpzange für PSK und Endstilitzen. Und es ist schon ziemlich viel durchgegangen dabei. Aber wenn er mich fragt, das hat sich gelohnt. Ihr habt doch drauf gewartet, dass die Nase nochmal kommt. Hier ist sie. Mein Wecker ist fertig, mein Wecker ist fertig, mein Wecker ist fertig. Nein, ich habe keine andere Waffe. Das ist nur, wie man, also, wenn man zu viel mit Paul, naja, ne?